Aha, da hinten ist eine Kiste. Ach so, wenn jetzt hier einer steht an der Kante, dann muss es aber bedeuten, dass wir doch dort runter. Nee, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Vielleicht verfolgen wir hier oder vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie Kürbisse. Wir sollen denen jetzt auf jeden Fall folgen. Die zeigen uns also dementsprechend den Weg zum Ziel. Jetzt können wir, aber hier ist wahrscheinlich keiner mehr, also müssen wir vielleicht sogar doch, weil der steht nämlich da, der Kürbis dort hinten steht so an der Kante. Das kann natürlich irgendwie bedeuten, dass wir also auch uns an der Kante irgendwie ja entlanghangeln müssen, dass wir da irgendwie lang runter müssen. Ich werde es einfach mal probieren. Follow the pumpkins. Aber ich kann mich ja hier nicht fallen lassen. Da werde ich ja zu nichts kommen hier. Oder doch? Nee, das kann ich mir niemals vorstellen. Ich werde es einfach mal testen, mich hier fallen lassen. Nee, es war klar, dass nichts, dass das nicht funktionieren wird. Was sollen wir denn? Follow the pumpkins. So, der erste steht dann hier. Wenn ich mich jetzt. Oh, das hat funktioniert. Das hätte ich jetzt immer nicht gedacht. Ohne Leben zu verlieren. Hallo, du zweiter Pumpkin, da bin ich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach dort hinten, denn da steht der nächste Kürbis. Da müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Nicht umsonst ist das ja alles schon so für uns vorbereitet. Da ist nämlich schon der nächste Kürbis. Da haben wir hier safe. Hier steht zwar safe, aber hier bin ich mit Sicherheit nicht safe. Hahaha. Wir bräuchten hier wieder ein Bettchen. Jetzt müssen wir warten, bis die Nacht hier kommt. Ich gehe erstmal da hinten weiter. Ach nee, das ist ja schon auf der anderen Seite. Nee, da waren wir ja schon. Gut, dann müssen wir doch hier weiter. Safe. Da ist der nächste. Da muss ich wahrscheinlich auch lang, weil der hier wieder relativ am Rand steht. Das heißt, wir lassen uns einfach mal in diese Ecke hier fallen. Huiuiuiui. So, jetzt müssen wir hier die ganze Zeit gleich am Rand lang gehen. Das kann ja auch was werden. Hallo, du Kürbis, soll ich dich vielleicht mitnehmen? Nee, das soll ich mit Sicherheit nicht mitnehmen. Ich laufe die immer einfach jetzt, in der Hoffnung, dass ich die nicht später gebrauchen werde. Dupdidu, ups, ups, einmal rüber über das Teil. So, jetzt stehen wir hier wieder an einer interessanten Kante. Dort hinten muss ich lang. Da ist der Kürbis, der Kürbis, der Kürbis. So, und nun? Nach oben ist falsch. Ich muss also mit. Hä, wie soll ich denn den hier zu fassen kriegen? Ach, da unten scheinen Spinnennetze zu sein. Das heißt, ich muss mich all. Mist. Ich bin zu weit geflogen. Ich bin zu. Ach, doch, safe. Er speichert den tatsächlich. Gut. Dann das gleiche nochmal. Also hier wieder runter. Schupp. Rein in die gute Stube. Rein in die Spinneier. Lecker, lecker, lecker. Jetzt wieder über den Kürbis rüber. Dann dort hinten wieder den Kürbis. Dann wollten wir die ganze Zeit an der Kante lang. Aber dann müssen wir da hinten auf jeden Fall auch wieder an die
An die Spinnennetze habe ich jetzt schon rausgefunden. Ich bin nur eben einfach zu weit geflogen, wieder zu viel Energie in mir gehabt. Hops, 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 hops. Tüdelülüt, einmal hier rum. Zack, 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 zack. Hallo Kürbis. Und jetzt müssen wir hier. Zack, in die Spinnennetze. Dudidudu, dann darüber. Das kann ja noch heiter werden bei meinen Künsten. Aber ich glaube, ich habe mich bis jetzt, finde ich, für die erste Adventure-Map, die ich wirklich richtig spiele, doch, glaube ich, ganz gut geschlagen, oder was meint ihr? Seid mir nicht zu streng. Ich habe das sowas wirklich noch nie richtig durchgezogen. Fast zu weit geflogen. Hops. Das ist das. Ich bin immer echt zu voreilig und dann passiert sowas wie das hier eben. Also das Ganze nochmal. Ja. Ich glaube, jetzt leide ich schon an einem kleinen Schwächeanfall, wenn ich hier das nicht mal mehr schaffe. So, jetzt aber. Noch nicht mal in die Spinnennetze geflogen, nur irgendwie oben die Kante so ein bisschen berührt. Hat aber schon gereicht, um zu überleben. Na denn, wenn es dann so ist, diese ganzen Bilder, die hier so hängen, betrachte die jetzt gerade nochmal so. Und das alles über Kopf sieht. Ich kann mich jetzt aber nicht ganz drehen gerade, sonst würde ich das mal gerne mal angucken. Das ist auf jeden Fall eine Tür, das erkennt man. Eine auf den Kopf gedrehte Tür. Aber noch geschafft. Mann, das Spiel erwartet bei hier auch Schnelligkeit. So schnell im Reagieren bin ich eigentlich gar nicht, aber doch, ich schlag mich noch wacker, finde ich. Darf das erste Mal wirklich intensiv das ganze spiele, krieg ich das doch eigentlich ganz gut hin. Och nee, nicht schon wieder. Gleiche Fehler wie eben. Ah, Mensch. Das Gefühl, auch irgendwann ist die Konzentration weg. Dann macht man einen Fehler nach dem anderen. Ja, jetzt sterbe ich und sterbe ich und sterbe ich und jetzt gibst du... Nee, er muss mal sprinten. Er sprintet immer nicht. Jetzt. Zack. Und rein in die fadigen, künstlerischen Spinnnetze. Dadab, dadab, dadab. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Man muss nur richtig rechtzeitig abspringen und ein bisschen genauer aufpassen. Nicht so wie ich hier immer. Ich versuche hier immer so durchzurasen. Und dann kommt ein Fehler nach dem anderen. Und wir sind schon wieder bei dem Kürbis. Hallo zum 10. Mal. Beinahe schon wieder runtergefallen. Beinahe. So, und hops. Und rein in die Spinnnetze. Na, 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 na. Sieht man ja nicht schon den Eingang ins nächste Level? Kann ich gerade noch nicht identifizieren. Ich sehe es gerade nicht. Aber wir kommen ja immer weiter nach unten. Also wird das ja wohl schon so richtig sein. Richtig sein, richtig sein. So, hops. Kommst du mal raus da jetzt? So, und jetzt müssen wir hier wieder... Nein! Ah, beinahe. Das gibt's doch nicht. Wieso komme ich da nicht rüber? Wieso komme ich da nicht rüber? Das... Das verstehe ich nicht. Ich werde da hinten gleich schlafen gehen. Damit ich da bleib. Und ich nicht jedes Mal hier zu den anderen Kürbissen erstmal runterspringen muss. Ich habe gerade mein Bettchen dabei, deswegen werde ich gleich noch da hinten hingehen, wo diese Stelle ist. Und werde mich da einfach schlafen legen, so sparen wir viel mehr Zeit, jetzt wo es eh gerade dunkel ist, als wenn wir hier jedes Mal wieder lang laufen müssen. So, jetzt aber wupp. Und dann mal los zum Ziel. Zum Ziel ist gut. Von dem sind wir wahrscheinlich noch sehr weit entfernt. So, jetzt aber hops. Und dann hier in die Spinnennetze, die ich gerade überhaupt nicht sehe. Aber hier kann ich mein Bettchen aufstellen.
Da müsste ich zwar jedes Mal hier über diese Spinnnetze, aber das ist mir dann auch ein bisschen egal. Das macht ja eigentlich auch nichts. Ich komme hier gar nicht raus. Lass mich raus, du klebiger Faden, du. So, dann stelle ich mal hier mein Bettchen auf, leg mich hier mal kurz schlafen. Und dann bleibe ich mal an dieser Stelle und fange nicht jedes Mal wieder da oben an. Das ist nämlich schon ein wenig complicated. So, zack. Ach, komme ich doch ganz gut dann vorbei. Muss ich also gar nicht jedes Mal durchquälen. Hui, und hui. Wieso kriege ich diesen Sprung nicht hin? Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Ich bin irgendwie immer zu lasch an diesem Sprung. Einfach zu lasch. Ich muss da irgendwie mit mehr Schmack ist. Also irgendwie habe ich mit diesem Sprung echt. Gut, dass ich hier gespeichert habe, da habe ich immer die Möglichkeit, immer ganz schnell darüber und dann den Sprung zu wagen. Na endlich. Das wurde aber echt mal Zeit. Dass wir diesen Sprung hier mal packen und nun. Ach so, müssen wir darüber. Gut. Nein, er ist nicht gesprungen. Es hat aber trotzdem funktioniert. Glück gehabt. Meine Güte. Und wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Nochmal kurz das Ganze hier angucken. Aber es ist immer noch falsch rum, oder? Ist das richtig rum? Nee, ich glaube, es ist immer noch falsch rum. So, Dispenser. Was haben wir hier noch drin? Wieder ein... Die Nachtsicht. Ich weiß gar nicht, wofür ich hier die Nachtsicht brauche. Wenn man hier eigentlich auch relativ gut schlafen kann. Impossible Staircase. Aha. Ach das. Ach so. Ach, jetzt erkenne ich das. So eine kleine Illusion, die er da gebaut hat. Schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht, muss man schon sagen. Gut, dann wollen wir mal TP ins nächste. Das geht immer weiter. Es geht immer weiter. Level 14, Level 14, Colors. Farben. Set Spawn Safe, funktioniert nicht. Dann holen wir uns unser Bettchen. Unser Bettchen, wir sind ja schon gewohnt. Set Night und hopsch. Und da sind wir wieder in der Chest. Ist nichts drin. Was sind hier drin? Hier sind noch Betten drin. Ich will immer wieder ein paar Betten mitnehmen. So, das reicht. Und dann wollen wir mal durch hier. Nö. Ach, da müssen wir uns jetzt wieder runterfallen lassen. Juhu. Weiter in die Mitte, weiter in die Mitte, weiter in die Mitte, lieber. Ja, das war nichts. So, jetzt aber, wir müssen also von hier am besten springen. Dann sollten wir nämlich direkt in die Mitte hineinplumpsen. Na, nicht ganz. Kurz davor. Kurz davor. Und hops, 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 hops. Flieg, 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 flieg. Ja. Wunderbar. Und da geht's weiter. Schönes Schildchen, steht nichts drauf, schade. Und da ist eine Kiste. Und da sind schon wieder Trank der Schnelligkeit. Ach stimmt, hätte ich eigentlich auch mal trinken können. Und ich mich da die ganze Zeit abgekrampft, um da das zu schaffen. Und jetzt sehe ich hier gerade nochmal diese Schnelligkeitstränke. Ach, bin ich doof, 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 doof. Und hopsi, hopsi ins nächste Level. Und wir sind hier. The goal of this level is to teleport in the Nether. Before hitting the ground, the Nether portal has the same shape as the road. Aha. As the road, das ist die Straße. Da fehlt wieder ein Teil, ist nicht ganz geladen. Ich höre hier übrigens gerade das Portal schon. Look straight, move only left and right. Level 15 ways. Und hier ist... Aha. Ich bin aber auch Level 15, wenn ich mich nicht täusche. So, Set Spawn funktioniert nicht. Dann kommen wir wieder in ein weiteres Bettchen. Das kommt dann dorthin.
Set Knight und dupti dupti du, dupti dupti du, dupti 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 du. So, this goal of this level is to teleport in the Nether before hitting the ground. The Nether portal is the same shape as the road. Die Frage ist, muss ich das machen, um Level 15 zu bestehen? Level 15? Ich weiß es nicht. Hier ist das Portal auf jeden Fall. Ich hab... Wir müssen also so lange da drin bleiben, bis wir teleportiert werden. Jetzt habe ich den Sinn verstanden. Das heißt, wir müssen uns also an der Straße orientieren. Mit dem Kreuz. Das leckt aber viel zu doll. Hä?